Das Panel 1, digitalisierte Arbeit und als bezahlte Arbeit, so ist der Titel, der nochmal übernommen worden ist, ist nicht nur für die Akteure selber, die in diesem Feld unterwegs sind, wahrscheinlich eine der zentralen Fragen, sondern auch für die, die mit den Produkten der digitalisierten Arbeit umgehen. Insofern ist es ein gemeinsames Thema, sowohl auf der Sendung, auf der Seite der Produzenten und Produzentinnen als auch auf der Seite der Konsumierenden. Insofern bin ich froh, dass wir hier auf dem Panel dann diejenigen auch sitzen haben, die in diesem Bereich aktiv tätig sind. Das ist zum einen Katrin Hartmann, die als Journalistin arbeitet und in diesem Bereich sehr viel praktische Erfahrung hat, auch Arbeitserfahrung hat, aber auch aus dieser Erfahrung als Schaffende dann auch die Konsequenz gezogen hat und dann eine Strategie mit anderen zusammen bearbeitet hat, wo man sagt, wir müssen uns, glaube ich, zusammentun, um uns dagegen zu wehren, dass wir als vereinzelte Akteure und Anbieterinnen und Anbieter nicht untergehen auf dem Markt der Medienschaffenden. Dazu werden wir von ihr was hören. Ich freue mich auch, Harald Wolf begrüßen zu können, der als Senator hier in Berlin, gerade was die Frage von Kulturwirtschaft, aber auch von Kreativwirtschaft, einiges angeleiert hat, einiges auch dokumentiert hat in einem sehr umfangreichen und sehr qualifizierten Bericht, wie ich finde, wo man sich wirklich ein gutes Bild schaffen kann über die Arbeit der Menschen und die in diesen Bereichen hier in Berlin, aber auch andersorts tätig sind. Ausgangspunkt zu mir selber, nur kurz gesagt, ich bin Herbert Behrens, ich bin Mitglied des Bundestages und arbeite auch im Rahmen der Enquete-Kommission an diesen Themen mit und dadurch, dass ich früher als Gewerkschaftssekretär im Fachbereich Medien, Kunst und Industrie gearbeitet habe, hatte ich zumindest aus dieser Perspektive auch immer mit Medienschaffenden zu tun und die allerdings stärker aus den klassischen Medien heraus kamen. Aber das Thema selber der Digitalisierung der Arbeit habe ich auch selber in meinem beruflichen Umfeld sehr intensiv mitmachen können. Ich freue mich auf eine spannende, auf spannende Inputs, aber auch auf eine spannende Diskussion, die uns am Ende auch in die Lage versetzen sollen, möglicherweise zu weitergehenden Urteilen, zu besseren, fundierteren Urteilen zu kommen, wie wir in dieser Frage von Erwerbsarbeit in digitalen Zeiten, wie wir damit umgehen müssen. Ich will mich mit der Vorrede nicht weiter aufhalten. Kern, wie gesagt, soll es sein, sich mit der Situation vertraut zu machen, die wir vorfinden, aber auch mit Handlungsmöglichkeiten, die inzwischen umgesetzt worden sind, diese kennenzulernen, auch zu bewerten, um so ein bisschen einen Ausblick zu machen in die Zukunft, wie wir uns das eigentlich vorstellen, wo wir möglicherweise jetzt schon sehen, dass Regelungsbedarf besteht, Handlungsbedarf besteht auf jeden Fall, wo Regelungsbedarf besteht, wie dieser möglicherweise aussehen kann. Gerade die Frage der Regulierung ist ja auch, was das Thema digitalisierte Arbeit anbetrifft, durchaus strittig diskutiert. Also, ich würde ganz gerne Katrin als erstes bitten, Katrin Hartmann, zu sich selbst vielleicht noch ein paar Worte mehr zu sagen, damit wir auch ihre Vita ein bisschen kennenlernen. Danach würde ich dann Harald auch bitten, um daran anknüpfend auch zu sagen, was ist eigentlich konkrete Politik in diesen Zeiten, wenn wir von digitalisierter Arbeit sprechen, damit wir auch wissen, ob es überhaupt schon Handlungsmöglichkeiten bzw. Ansatzpunkte für konkrete politische Entscheidungen gibt oder ob sie noch gefunden werden müssen. Das wäre dann der Part, den wir von Harald erwarten, der sich dann aber auch sicherlich gleich noch mal vorstellen wird. Soweit erstmal vielen Dank und dann steigen wir ein. Noch ein kurzer Hinweis, weil beide hier jetzt sitzenden Anschlusstermine haben, streben wir an, vorfristig, nämlich vor 15.30 Uhr schon hier dann die Klappe zu machen. Das Einverständnis vorausgesetzt, würden wir dann so verfahren und dann auch gleich und zügig einsteigen. Danke. Ja, ich bin freie Journalistin seit 2 Jahren. Ich kenne, glaube ich, alle Arbeitsformen des Journalismus von prekär beschäftigt, frei, von festangestellt als Redakteurin bis über jetzt freiwillig frei. Ich war sehr lange Zeit bei der Frankfurter Rundschau, dort eben in allen Arbeitsformen von der Praktikantin bis zur festfreien über Volontärin und am Schluss noch Redakteurin. Dann war ich 3 Jahre Redakteurin bei Neon
und habe dort aufgehört, um ein Buch zu schreiben und arbeite seitdem frei. Seit kurzem bin ich im Vorstand der Freischreiber-Initiative, eine Organisation, die ich als Freie und vor allem prekär Beschäftigte tatsächlich sehr vermisst habe und mich sehr freue, dass es sie, die Kollegen, irgendwann gegründet haben. Denn was ich damals festgestellt habe als prekär Beschäftigte, als die Frankfurter Rundschau vor einigen Jahren in die Krise geraten ist, war, dass es natürlich Redakteuren sehr viel leichter fällt, mit Betriebsrat und Gewerkschaften Tarifstreiks zu organisieren, dass es aber sehr viel schwerer ist, in einem unüberschaubar großen Heer aus freien Journalisten, die zum Teil freiwillig frei arbeiten, wie ich das tue, die aber andererseits auch gezwungenermaßen frei arbeiten, sehr schwer ist, eine Solidarität herzustellen und sehr schwer ist, dort Leute zusammenzubringen, weil es sehr, sehr viele Einzelkämpfer sind. Und ich habe auch festgestellt, je mehr Einzelkämpfer, desto leichter kann man freie Journalisten gegeneinander ausspielen. Das ist ganz einfach so, dass man dann praktisch zu hören bekommt, wenn du es nicht machst, macht es jemand anders für sehr viel weniger Geld. Und dem, denke ich, kann man nur entgegentreten, indem man sich organisiert, gemeinsam auf solche Missstände aufmerksam macht und darüber versucht, etwas Wesentliches zu ändern. Also vor allem eben an die Öffentlichkeit zu gehen, um einfach zu zeigen, wie freie Journalisten, wie der Alltag aussieht, wie man behandelt wird zum Teil und wie man aber vor allem auch behandelt werden möchte. Noch eine Anschlussfrage daran, die ich ganz gerne noch mit in die Vorstellung und Einführung mit reinnehmen will, sind auch die Fragen der Besonderheit der Digitalisierung der Arbeit, die sie auch, ja, journalistische Arbeit war, auch schon in früheren, zu Papierzeiten immer schon maßgeblich auch eine freien Tätigkeit. Die Digitalisierung hatte jetzt aber noch eine neue Qualität in die Arbeit der Freien im journalistischen Bereich mit sich gebracht. Stimmt das? Na, man könnte es natürlich so sagen, dass die Unterschiede zwischen Print zwar und Online-Journalismus zwar verschwimmen, dass man dieselbe Arbeit macht, die man auch für Print macht, wenn man explizit für ein Online-Magazin schreibt, dafür aber in der Regel weniger Geld bekommt, oder dass es andersrum so ist, dass man für Print etwas schreibt, das dann einfach selbstverständlich ins Internet gestellt wird, ohne dass man dafür extra Geld bekommt, was eigentlich nicht geht. Und das sind so Grenzen, die verschwimmen. Es ist dann auch oft so, dass innerhalb der Journalisten womöglich Online-Journalisten als noch so ein bisschen belächelt werden von Printredakteuren. Und das ist eigentlich eine völlig anachronistische Angelegenheit. Und es ist natürlich auch so, dass dadurch, dass es sehr, sehr viele Blogs gibt, sehr, sehr viel schwieriger wird zu sehen, woher kommt diese Information eigentlich. Ist es wirklich ein Journalist, der das recherchiert hat? Wie kann ich dem vertrauen? Oder ist es irgendjemand, der irgendwas zusammengegoogelt hat? Und das spielt, glaube ich, eine große Rolle, weil man ja eigentlich schon wissen muss, woher eine Information kommt, um ihr Glauben schenken zu können. Und das macht zum einen eine gewisse Konkurrenz natürlich auch, und zum anderen gibt es da wenig, ja, Kontrolle ist vielleicht falsch gesagt, aber es gibt wenig Hinweise, wie man der Information jetzt trauen kann. Das könnte man vielleicht sagen. Okay, das werden wir sicherlich gleich nochmal vertiefen. Ich würde dann ganz gern auch nochmal weitergehende Fragen stellen im Anschluss an die Vorstellungsrunde. Dann darf ich, wie abgesprochen, zunächst Harald Wolf das Wort geben, damit er ein paar Dinge zu sich sagt, aber auch zum Kernpunkte notwendiger politischer Entscheidungen auch benennen wird. Ja, Harald Wolf, Wirtschaftssenator in Berlin seit 2002. Hab damit auch einen Zeitvertrag, ist nicht kein reguläres Beschäftigungsverhältnis, aber eine privilegierte Form der Prekarität. Wir beschäftigen uns seit ca. 2004, kann man sagen, intensiver mit dem Thema der Kreativwirtschaft. Vor dem Hintergrund, dass die Kreativwirtschaft in Berlin eine immer größere Bedeutung eingenommen hat. Wir haben nach unseren Erhebungen in Berlin über 20.000 Künstlerinnen und Künstler, also in den klassischen Kunstsparten, und über 80.000
Menschen, die sich als Kreativberufler verstehen. Und der Beitrag dieses Sektors zur Gesamtberliner Wirtschaftsleistung liegt bei ca. 10%, also insofern ein beachtlicher Beitrag. Wir haben in unserem zweiten Kulturwirtschaftsbericht 2008 auch ein ausführliches Kapitel mit einer Untersuchung der Beschäftigungsverhältnisse und der Einkommenssituation mit aufgenommen, weil wir gesagt haben, das ist ein ganz wesentliches und zentrales Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, weil sich in der Kreativwirtschaft neue Formen, neue Arbeitsformen, neue Kooperationsformen herausbilden, die völlig außerhalb so der Vorstellung dessen, was Normalarbeitsverhältnis rausfällt und damit sich auch den traditionellen Formen sozialer Sicherung entziehen. Wir haben ja unterschiedliche Beschäftigungsformen. Wir haben einmal die freiberuflichen Künstler, dann haben wir sogenannte arbeitnehmerähnliche Personen. Das ist eine Kategorie aus dem Tarifvertragsgesetz, also Personen, die also klassisch im Rundfunk die festen freien Mitarbeiter, das ist eine Form arbeitnehmerähnlichen Position. Da gibt es mittlerweile ja auch Regelungen, aber es gibt für andere Bereiche eben noch keine Regelung. Wir haben Erwerbsmischformen, wo Menschen sowohl selbstständig sind, als auch dann wieder abhängig beschäftigt sind, was häufig wechselt. Die Beschäftigungsverhältnisse sind häufig befristete Beschäftigungsverhältnisse. Und was nicht zu vergessen ist, ist der Bereich der Schattenwirtschaft, wo auch dann immer noch viele Kreativberufler in dieser Grauzone arbeiten, weil einfach ansonsten man nicht auf das notwendige Einkommen kommt. So, vor dem Hintergrund hat sich für uns die Frage gestellt, was kann man tun? Da viele und auch übrigens eine steigende Anzahl sich dafür entscheidet, in die Selbstständigkeit zu gehen, haben wir gesagt, wir müssen da auch ein entsprechendes Angebot anbieten, Qualifikation für die Selbstständigkeit, weil ich sage immer, Kreativität ist gut, bei der Buchhaltung ist sie manchmal schädlich. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es hier auch Begleitangebote gibt an den Universitäten, an den Hochschulen, an denen auch oft die Selbstständigkeit vorbereitet wird. Und wir haben bei der Investitionsbank Berlin ein Creative Coaching Center eingerichtet, wo es dann auch nochmal für Selbstständige auch ein Coaching gibt, Beratungsangebote gibt, zu sagen, was müsst ihr an betriebswirtschaftlichem Know-how haben, was müsst ihr beachten, wenn ihr in die Selbstständigkeit geht. Zweiter Punkt, der wichtig ist, was jetzt jenseits der Frage der Beschäftigungsform noch eine Rolle spielt: Wir haben mehr Kreative als gegenwärtig, also das Angebot an Kreativität übersteigt die Nachfrage, um es mal so zu sagen. Das führt dazu, dass es dann in Teilbereichen zum Dumpingwettbewerb kommt und man sich zu sozusagen jeder Bedingung verdingen muss. Wir haben das zum Anlass genommen, zu sagen, auch nochmal zu unterstützen bei der Fragestellung, wie können wir die Märkte ausweiten. Das ist einmal die Frage Internationalisierung, indem wir hier Messeauftritte, internationale Kooperationen unterstützen. Es ist zum Zweiten aber auch die Frage oder der Versuch, neue Kooperationsformen zu entwickeln. Was wir gegenwärtig tun, ist zum Beispiel im Bereich Design zu sagen, wir haben in Berlin unglaublich viele kleine und mittelständische Unternehmen. Die könnten alle bei der Produktentwicklung und bei der Verbesserung ihrer Produkte, könnten sie Know-how von Designerinnen und Designern gebrauchen. Die sind bloß noch nie auf die Idee gekommen, sondern die entwickeln da ihre Produkte, sind dann irgendwelche grauen, viereckigen Kästen und an dem Produkt wird nicht wirklich unter Design-Gesichtspunkten gearbeitet. Das versuchen wir jetzt stärker zusammenzubringen. Wir haben jetzt auch ein kleines Förderprogramm entwickelt. Design Transfer Bonus nennt sich das, wo die Kooperation
von Designerinnen und Designern mit kleinen und mittelständischen Unternehmen befördert wird. Gleichzeitig haben wir ein größeres Kooperationsprojekt zwischen der Technischen Universität und der Universität der Künste, wo es darum geht, also mit den technischen Fachbereichen an der TU und den künstlerischen Fachbereichen an der UdK zu kooperieren, da frühzeitig die Vernetzung herzustellen. Das ist entstanden aus einem Modellprojekt, das nannte sich Designreaktor. Da hat die UdK junge Designerinnen und Designer zusammengebracht mit normalen Berliner Handwerksbetrieben und haben gesagt, entwickelt doch mal was. Und das gab faszinierende neue Ideen und Produkte. Aus diesem Projekt sind über 10 neue Patente entstanden. Also das ist ein Bereich, wo man noch was tun kann, um sozusagen das Problem, der Markt ist zu klein für all diejenigen, die sich als Kreativberufler betätigen, jedenfalls in Berlin ist das so, wie kann man den Markt ausweiten und damit andere und bessere Bedingungen schaffen. Das sind die Maßnahmen auf der Ebene von Marktausweitung. Ich glaube aber, wir brauchen in Deutschland eine Diskussion über die Frage, wie können wir reagieren auf diese neuen Beschäftigungsverhältnisse und auch auf die neuen Anforderungen von Digitalisierung, was ja nur einen Teil der Kreativwirtschaft betrifft. Ich glaube, dass wir einerseits diskutieren müssen über die Frage, wie kann die Vergütung von kreativen Leistungen geregelt werden. Im Moment wird das alles frei ausgehandelt und unter den Bedingungen eines großen Angebots von kreativen Leistungen und einer dahinterherhinkenden Nachfrage führt das dazu, dass man immer weniger für seine Leistung bekommen kann. Es sei denn, man hat einen solchen Status und einen solchen Nimbus, dass man in der Lage ist, dann auch überdurchschnittliche Vergütungen zu erhalten. In bestimmten Bereichen, bei den verkammerten Berufen, gibt es ja sowas wie Honorar- und Vergütungsordnungen. Nun schlage ich nicht vor, dass man für alle Bereiche der Kreativwirtschaft diese starren Kammern hat. Aber ich glaube, wir brauchen sowas wie Honorar- und Vergütungsverordnungen, seien es, dass die in der Form von vertraglicher Regelung, die allgemeinverbindlich sind, reguliert wird, oder dass man es über gesetzliche Vorgaben macht, weil über diese Individualisierung der Kreativwirtschaftler und den Wettbewerb haben wir das Problem, dass es die Gefahr ist, dass es immer eine Spirale nach unten gibt, währenddem es sinnvoll wäre, hier Standards für die Vergütung von Kreativleistungen einzuführen. Das ist auch das Thema Urheberrecht. Wie kann man das Urheberrecht hier auch nochmal modernisieren, dass es nicht nur um die Frage der Interessen der Verwerter geht, sondern dass auch die ursprüngliche Urheberleistung entsprechend vergütet wird und vor allen Dingen angemessen vergütet wird, sodass man davon auch leben kann. Das zweite große Thema ist aus meiner Sicht das Thema soziale Sicherung. Wir haben im Rahmen der Untersuchung für unseren Kreativwirtschaftsbericht auch eine ganze Reihe von Interviews durchgeführt und haben festgestellt, dass bei vielen Akteuren in der Kreativwirtschaft das Thema Alterssicherung völlig ausgeblendet wird, was ein Riesenproblem ist, weil irgendwann ereilt es jeden. Und auch wenn man heute sagt, an die Rente will ich nicht denken, ab einem bestimmten Alter ist es dann doch relevant. Ich habe als junger Mensch auch gesagt, was soll ich mir Gedanken über die Rente machen, bis ich in diese Zeit komme, ist das System so und so zusammengebrochen. Leider hat das System eine etwas größere Überlebensfähigkeit gehabt, als ich das als 17- oder 18-Jähriger vermutet habe. Obwohl das System jetzt auch gewisse Zusammenbruchstendenzen aufweist, aber leider nur das Rentenversicherungssystem, aber nicht das gesamte System. Also insofern ist das ein Thema, wo man auch Regelungen braucht. In anderen Ländern ist es geregelt darüber, dass auch Selbstständige in
die Sozialversicherungssysteme mit einbezogen sind. Das, glaube ich, wäre eigentlich die vernünftigste Lösung. Andere Varianten ist, weitet man die Möglichkeiten der Künstlersozialkasse aus, sodass damit zumindest eine bestimmte Mindestsicherung gewährleistet ist, wobei damit aber auch immer noch nicht das Problem gelöst ist, dass bei niedrigem Einkommen, wenn man dann einzahlt, man am Ende dann auch doch nur eine minimale Rente hat und auf dem Niveau vielleicht der Grundsicherung ist. Aber das, denke ich, sind die beiden Themen, wo man versuchen muss, für die Kreativwirtschaft neue Regelungen zu finden, nämlich einmal die Frage Vergütungsverordnung, rechtlich verbindliche Vergütungsvereinbarungen. Das wird sicherlich von Teilmarkt zu Teilmarkt der Kreativwirtschaft unterschiedlich ausgestaltet sein müssen, weil es da ja auch unterschiedliche Geschäftsmodelle, unterschiedliche Beschäftigungsformen dominant sind. Und zum Zweiten die Frage soziale Sicherungssysteme. Erster Schritt wäre Ausweitung der Möglichkeiten der Künstlersozialkasse, sodass dann alle Beschäftigungsformen mit erfasst sind, beziehungsweise Öffnung der sozialen Sicherungssysteme auch für Selbstständige und nicht nur für diejenigen, die aus der Arbeitslosigkeit gründen, wo es ja nach der Hartz-Gesetzgebung die Möglichkeit gibt, sich auch arbeitslos zu versichern, sondern durchgängige Integration von Selbstständigen in die sozialen Sicherungssysteme. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt gehört, dass auf jeden Fall die Selbstständigkeit insgesamt nicht problematisiert wird, nicht als irgendwas, wenn es noch in unteren Bereichen, Einkommensbereichen sich darstellt, dass man es gleich als prekär bezeichnet, sondern es sind Arbeitsformen, die auch gewollt sind, wo möglicherweise aus Politik heraus dann auch entsprechend reagiert werden muss, nicht mit dem Versuch, Selbstständigkeit so weit wie möglich zurückzudrängen und in ordentliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse dann hineinzukriegen, sondern Selbstständigkeit als Motor insbesondere auch in der Kreativ- oder Kulturwirtschaft zu begreifen, zu nutzen und dann entsprechend auch dafür sorgen, dass trotzdem die soziale Sicherung dabei nicht zu kurz kommt. Wir werden dieses, ob nun gesetzlich geregelt oder in freien Verhandlungen dann erzielt, können wir gleich nochmal vertiefen. Ich möchte zunächst erstmal Nadine Müller herzlich begrüßen, die sich auch mit der Frage von Arbeit in digitalisierten Zeiten oder in der beschäftigt hat, aber noch einen etwas anderen Ansatz hat und den sie sicherlich auch vorstellt. Und da die Frage der Arbeitsorganisation, glaube ich, stärker noch in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt hat, als das jetzt bei diesen vorangegangenen Statements gewesen ist, sicherlich nicht zu unterschätzen, die Frage der Arbeitsorganisation in diesen Fragen, wo möglicherweise auch Grenzen auftauchen, wenn wir an Fragen Autonomie und Individualität denken. Ein kurzes Statement, kurze persönliche Vorstellung auch nochmal dazu, damit wir dann nach einer weiteren Frage, aber auch in die Diskussion einsteigen können, damit wir 15 Minuten ist. Also ich bin sozusagen ein bisschen der Außenseiter, weil ich habe mich nicht mit Selbstständigen beschäftigt, sondern mit den sogenannten Normalarbeitenden. Ich habe mir halt einfach angeguckt, was bedeutet jetzt eigentlich digitalisierte oder computerbasierte Arbeit und habe dann eine Untersuchung in einem großen transnationalen Unternehmen der Elektroindustrie gemacht in den Bereichen Verkehr und Kommunikation. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist keine Kreativbranche und meine These wäre auch, dass es nicht nur so ist, dass die Bedeutung der Kreativbranchen zugenommen hat in den letzten Jahren, also aufgrund der Entwicklung in der Technik, sondern dass Kreativität zu einer zentralen Arbeitsanforderung für alle geworden ist, also auch in anderen Bereichen. Und das will ich nur so ganz kurz beweisen, weil ich eben nicht so viel Zeit habe. Aber ich hoffe, das geht recht schnell und ihr könnt mir trotzdem folgen in dem, was ich da sagen möchte. Also was ich sozusagen festgestellt habe, ist, dass diesen Veränderungen in der Arbeitswelt vor allen Dingen zwei Dinge zugrunde liegen. Nämlich einmal ein Prozess, den ich Computerisierung nenne und einmal, dass diese Computerisierung oder das ist der zweite Faktor, vor allen Dingen neoliberal gemanagt wird. Das heißt, die Prekarisierung betrifft ja eben tatsächlich nicht nur die vermeintlich Selbstständigen oder Scheinselbstständigen, sondern da gibt es ja noch ganz viele andere Formen wie Minijobber, eben befristete Arbeitsverhältnisse, den Niedriglohnsektor und so weiter und so fort. Aber erstmal zur Computerisierung.
die dazu auch beigetragen hat. Also wir haben halt eine rasante Technikentwicklung ab den 70er Jahren und meine These ist halt, dass sozusagen die Software die Maschine als sozusagen dominantes Arbeitsmittel abgelöst hat, was jetzt nicht heißt, dass die Maschinen alle verschwunden sind, augenscheinlich sind sie das nicht, sondern dass sie sich zum einen selbst transformiert haben in Form von NC- oder CNC-Maschinen, sodass also die Leute vor allem an den Maschinen inzwischen programmieren und nicht mehr da stehen und irgendwelche Handbewegungen vollführen. Das ist eine Sache und das kann man an verschiedenen Sachen zeigen, nämlich einmal, dass sich die betriebliche Gesamtarbeit verändert hat. Also es gibt zum Beispiel so renommierte Industriesoziologen wie Hirsch-Kreinsen, vielleicht kennt ihr den einen oder andere, der sagt, dass sozusagen die Maschinenbaubranche seine Schlüsselrolle, die diese Branche innehatte, inzwischen an die Informations- und Kommunikationstechnologie abgegeben hat, die zumindest was die Wertschöpfung anbetrifft, seit 2005 auch an erster Stelle steht, also noch vor dem Maschinenbau, vor der Automobilindustrie und anderen Industriezweigen und dass dort eben vor allen Dingen Software und IT-Services die größte Nachfrage haben. Was natürlich damit einhergeht, ist, durch diese Form der Automation und Computerisierung ist natürlich eine unheimliche Menge an Arbeit freigesetzt worden und diese Arbeit oder beziehungsweise aufgrund dessen haben wir eben auch seit den 70er Jahren eine unglaubliche Zunahme an Angestellten, also einerseits in hochqualifizierten Bereichen, also ich hatte schon erwähnt, die Leute, die jetzt sozusagen die CNC-Maschinen programmieren, aber auch in der Disposition, in der Verwaltung sowie in der Forschung und Entwicklung, also diese Bereiche haben gegenüber der Fertigung eine unheimliche Bedeutung erlangt. Zudem haben dann eben, also durch Computeranwendungen, die Bedeutung auch von Büros generell zugenommen gegenüber den Fertigungsbereichen. Also es ist wohl so, dass in Europa inzwischen über 50% der Arbeitsplätze mit einem Computer ausgestattet sind. In Deutschland sind es wohl 2/3 der Arbeitsplätze. Und dann gibt es natürlich noch so bestimmte Indizien, die vielleicht darauf hinweisen, wie beispielsweise so kürzlich im letzten Monat verkündete Unternehmensstrategien wie von HP, also als größter Computerbauer weltweit, die jetzt irgendwie ihre PC-Sparte eindämpfen wollen und dafür sich eben auf Software konzentrieren. Und diese Erkenntnis hat natürlich jetzt auch schon Auswirkungen auf die unmittelbare Politik, meinetwegen auch in Berlin-Brandenburg. Dafür gibt es dann so Beispiele, dass sich erst kürzlich in der Berliner Zeitung der VME-Chef geäußert hat, also das ist der Verband für die Metall-Elektroindustrie in Berlin-Brandenburg, angesichts der fehlenden Auszubildenden, der sagt, Zitat, von vielen Berufen herrscht einfach ein falsches Bild. Ein Zerspannungsmechaniker ist heute fast schon ein halber Programmierer, das weiß nur niemand. Also es geht sozusagen darum, nicht nur vermehrt in Aus- und Weiterbildung investieren zu müssen, weil eben die Qualifikationen auch mit diesen Veränderungen zugenommen haben, sondern dass es auch darum geht, in was man eigentlich das Geld steckt. Also wie sozusagen die Aus- und Weiterbildung ausgerichtet sein muss, aufgrund der Veränderungen, die sich in der Arbeitswelt vollziehen. So, was ich sozusagen vielleicht noch kurz sagen möchte, ist, einerseits, also aufgrund dieser gestiegenen Anforderungen und aufgrund der Technisierung, sodass körperliche, aber auch zunehmend geistige Routinetätigkeiten jetzt automatisiert sind, nimmt eben die Anforderung an Kreativität zu. Also alle sollen kreativ sein, auch in den ganz normalen Bereichen, in der Automobilbranche und sonst da wo. Innovation ist das Zauberwort und dafür gibt es eben bestimmte Voraussetzungen, wie man das produktiv bewerkstelligt. Eine Anforderung habe ich schon genannt, ist eben diese Art der Kreativität, die natürlich einerseits eine bestimmte Qualifikation benötigt, also die Qualifikationszeiten werden immer länger, das werden halt vermehrt Fach- und Hochschulabsolventen eingestellt in den Unternehmen, aber auch die praktische Ausbildungszeit wird immer länger, wenn die Leute irgendwie frisch von der Uni in den Betrieb kommen oder in das Unternehmen, dann haben die meisten noch bis zu 5 Jahren praktische Einarbeitungszeit, die sich genügend spezialisiert haben für ihr Aufgabengebiet. Und sie müssen sich permanent weiterbilden, weil sich die Technik natürlich auch entwickelt und sie müssen halt sozusagen immer in der Lage sein, dem nachzukommen. Also das zum einen, zum anderen, weil es ja irgendwie die Konferenznetz für alle ist. Aufgrund von Internet und Intranet hat sich eben auch die Form der Kooperation verändert.
Sie kann nämlich jetzt global vollführt werden, beziehungsweise unternehmensübergreifend. Das zeigt sich ansatzweise schon so in transnationalen Produktionsnetzwerken oder in unternehmensübergreifenden Kooperationen, aber auch an ganz neuen Kooperationsformen, wie es zum Beispiel bei der freien oder offenen Software-Community üblich ist. Und damit verbindet sich dann eben auch eine andere Art von Arbeitsteilung. Also das ist sozusagen die Kehrseite von dieser komplexen Kooperation, dass die Leute, wie ich es schon erwähnt habe, bei den Ausbildungssachen, dass die sich vermehrt auf bestimmte Sachen spezialisieren müssen, dass sie spezielle Kompetenzen haben und in gewisser Weise auch deswegen immer unentbehrlicher werden für die Unternehmen beziehungsweise für die Gesellschaft als Ganzes. Sie müssen eben dadurch auch vermehrt Verantwortung übernehmen, sind sozusagen aber auch dadurch ausgebildet, bestimmte Formen der Selbstorganisation schon zu praktizieren. Und das zeigt sich auch an bestimmten Beispielen, dass zum Beispiel Entwickler von sich aus selbst ihre Projekterfahrung evaluieren, ohne dass sie irgendwie von der Unternehmensleitung dazu aufgefordert werden und so weiter und so fort. Und das nenne ich eben, das fasse ich eben auch dann unter diesem Trend der Individualisierung. Das war halt auch ein Stichpunkt von dem Panel. Also damit ist sozusagen nicht gemeint, diese vermeintliche Vereinzelung durch, also der Angestellten wie auch Scheinselbstständigen, die jetzt eben nicht mehr unmittelbar in der Fabrik miteinander kooperieren, sondern es gibt jetzt eben andere Formen der Kooperation, die durch das Netz möglich werden. Genau. Was wollte ich danach sagen? Also auf die Form der Prekarisierung will ich jetzt vielleicht nicht nochmal vermehrt eingehen. Ich will, was ich jetzt vorgestellt habe, ist sozusagen, wie sich die Arbeitsanforderungen ändern. Aber Fakt ist natürlich, dass das nicht konsequent umgesetzt wird. Also sozusagen die Form, wie das versucht wird umzusetzen, ist die berühmt-berüchtigte Matrix-Projektorganisation. Also den ganzen Anforderungen ist ja gemeinsam, dass man den Arbeitenden und Kreativen mehr Autonomie zugestehen muss, weil irgendwie lässt sich Kreativität von oben halt schlecht anordnen. Also versucht man halt so eine Kreuzung zwischen, wir behalten zwar die Hierarchie bei, aber innerhalb der Hierarchie siedeln wir Projekte an, wo die Leute halt zumindest bis zum gewissen Maß selbstständig und kreativ arbeiten können. Dadurch, dass sie das aber natürlich nicht konsequentermaßen durchführen, also oder nicht die Möglichkeit dazu haben, ergeben sich eine Reihe von Widersprüchen. Und das zeigt sich eben zum Beispiel auch ganz konkret daran, dass die Unternehmen, man könnte sagen, Produktivitätsprobleme haben. Also dass aufgrund von Konkurrenz und verschiedenen Problemen es dazu kommt, dass die ihre Projekte nicht in der Zeit, die sie sich vorgenommen haben, einhalten können, dass sie ihr Budget überschreiten und so weiter und so fort. Also da habe ich sozusagen selber Beispiele in meinen Untersuchungen gefunden. Es gibt aber auch ganz berühmte Beispiele wie bei Airbus und wie auch immer, wo es einfach krasse Koordinationsprobleme gibt, eben aufgrund bestimmter Mechanismen. Also dadurch, dass eben Hierarchie beibehalten wird und Konkurrenz sich auch verschärft hat. Und diese Konkurrenz, die jetzt eben auch weltweit oder fast weltweit etabliert wird, findet sich eben auch auf dem Arbeitsmarkt wieder. Und dadurch ist es eben auch möglich, dass sich so eine bestimmte Art von Prekarisierung durchsetzen konnte. Also dass die Löhne gesenkt werden und so weiter, hat ja eben viel mit Drohung von Standortverlagerungen oder tatsächlichen Verlagerungen von Produktionsprozessen zu tun. Und wenn es sozusagen nicht angemessene Strategien gibt, also auch auf Gewerkschaftsseite, nämlich eine internationale oder transnationale Politik auch entgegenzusetzen, beziehungsweise auch die eigenen Organisationen, also sei es Gewerkschaften oder andere politische, dass die selbst eben auch oft ein Demokratiedefizit haben. Also dass die Leute eben auch aufgrund ihrer gestiegenen Kompetenzen natürlich vermehrt mitreden und mitbestimmen wollen und dass man das in den eigenen Interessenvertretungen auch berücksichtigen muss. Gut. Vielleicht erst mal so weit, dann nutze ich das gleich aus, um Fragen zu stellen an die anderen. Darf ich das? also sozusagen vielleicht noch etwas zu den politischen Maßnahmen. Also es gibt natürlich diese Maßnahmen von Gewerkschaftsseite, wir brauchen Mindestlohn. Das ist natürlich total wichtig und essentiell und natürlich auf jeden Fall zu unterstützen. Aber was ich eben meine mit dem, was ich ausführe, ist, dass ich es noch wichtiger oder ebenso wichtig finde, dass eben eine verstärkte Partizipation und Beteiligung der Leute stattfindet. Also sei es eben in Initiativen, wie Freischreiber oder wie auch immer, wo sich das äußert, dass man eben selbst organisiert versucht, seine Interessen zu vertreten, aber auch auf Gewerkschaftsseite, da gibt es so ein paar progressive Sachen wie eben gute Arbeit, wo eben vermehrt
die Sicht der Beschäftigten auch berücksichtigt wird oder sozusagen der Ansatzpunkt für gewerkschaftliche Arbeit ist, ob es Organizing-Kampagnen sind oder Connex AV bei Verdi, die sich eben auch auf neue Beschäftigtengruppen stürzen beziehungsweise zur Kenntnis nehmen, was eigentlich deren Arbeitsrealität ist. Was mich jetzt zum Beispiel bei Katrin interessieren würde, ist, was ich zum Beispiel immer noch eine wichtige Sache finde, ist, dass neben eben dieser Verteidigung von Rechten oder Schutzrechte zu etablieren, also ihr kämpft ja um höhere Honorare, wie ich das mitbekommen habe, und eben eine wichtige Sache ist eben auch das Recht auf das eigene geistige Produkt und dass man sozusagen nicht angewiesen ist, wegen Knebelverträgen die eigenen Sachen billig, so billig wie möglich abzugeben. Ob es daneben eben auch noch bei euch Initiativen gibt, das Netz eben für neue Kooperationsformen in der alltäglichen Arbeit zu nutzen. Also ob ihr sozusagen die technischen Möglichkeiten nutzt, um sozusagen eine andere Form der Recherche oder Kooperation zwischen euch zu etablieren, die eben auch zukunftsweisend sind in gewisser Weise und über vielleicht traditionelle und üblicherweise Formen der Kooperation in den Redaktionen hinausweist. Also ich habe halt auf der Website beispielsweise gefunden bei euch, dass es so ein Social Networking zwischen den Freischreibern gibt, ob vielleicht sowas ein Ansatz sein könnte, beziehungsweise wie, inwiefern es genutzt wird. Und dann habe ich noch eine Frage an Harald. Nämlich, es gab ja 2009 mal so eine Initiative für Open Source. Also für mich ist in gewisser Weise ja freie und offene Softwareproduktion eine wegweisende Form der Arbeitszusammenarbeit. Also die vernachlässigen zum Teil zwar ihre Arbeitsverhältnisse, in denen sie stecken, aber was ja sozusagen progressiv ist, dass die es schaffen, erfolgreich Produkte herzustellen und sozusagen die Medien dafür optimal zu nutzen. Und 2009 gab es so eine Initiative, also auch von TBS Innovation, wie hießen die, Innovation Agentur, die haben damals mal so eine Bestandsaufnahme gemacht, inwiefern Berlin dazu geeignet ist, so ein Cluster zu bilden, wie es zum Beispiel in München gibt, in Nürnberg und in Stuttgart, glaube ich, um Open Source Software zu unterstützen. Also was sich da inzwischen getan hat und was ihr da gedenkt zu tun. Also wir haben als Social Networking natürlich Regionalgruppen, die auch neu aufgebaut werden, mit Stammtischen und alledem. Es ist aber, denke ich, trotzdem immer noch so, dass ein großer Teil der Mitglieder eben Kunden hat, die er bedient. Es gibt sicher Leute, die innerhalb der Freischreiber auch in eigenen Büros zum Beispiel Gemeinschaftsarbeit machen, das gibt es auch. Und wir sehen natürlich, würde ich sagen, unsere Arbeit vor allem darin, ja, eine Organisation einer Arbeit auf Augenhöhe mit Redakteuren sichtbar zu machen und vor allen Dingen zu verbessern. Also was wir im Moment machen, ist eine neue Aktion. Wir hatten ja angefangen mit einer Leserreise mit freien Journalisten, die in verschiedenen Städten Lesungen machen. Wir hatten schon eine Aktion, in der wir aufmerksam gemacht haben darauf, was passieren würde, wenn ein Heft ohne Freie entstehen würde. Das hieß, ohne Freie fehlt was. Da haben wir anhand verschiedener Magazine einfach die weißen Flächen gezeigt, die sonst von Freien gefüllt worden wären. Und wir haben jetzt einen eigenen Code of Conduct aufgestellt, in dem wir unsere Forderungen an die Redaktionen aufgeführt haben, die wir gerne von den Redaktionen bestätigt bekommen möchten, wenn wir einen Auftrag annehmen. Und wir werden dieses Jahr einen Preis verleihen, einen für die fieseste und einen für die netteste Redaktion Deutschlands. Und ich glaube, das ist neben verschiedenen Kooperationsformen, die man sicher auch diskutiert und diskutieren kann, schon eine unserer wesentlichen Aufgaben, denn ich denke, bevor man, man muss erstmal, glaube ich, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir gemeinsam an etwas arbeiten können, um eine Basis dafür zu schaffen, dass man über solche Kooperationsformen oder neue Arbeitsformen auch nachdenken kann. Also das Bewusstsein, dass man eben kein Einzelkämpfer ist, der nur sich in Konkurrenz zu anderen sieht und sich selber gezwungen sieht, irgendwie entweder noch billiger zu sein oder schneller oder das würde ich für sehr wesentlich halten, glaube ich. Harald, die Frage,
Open Source und Clusterbildung als unterstützende Maßnahme des Senates hier in Berlin. Also Open Source ist im Rahmen unserer Clusterstrategie, was IT angeht, ein wichtiges Handlungsfeld. Wir haben in meiner Verwaltung vollständig auf Open Source umgestellt und hoffen damit auch den Anstoß für andere Verwaltungen zu geben. Wir sind auch eng in der Kooperation mit unserem landeseigenen IT-Dienstleister, dem ITDZ, die das mit unterstützen. Und Open Source ist auch Bestandteil in der IT-Strategie des Landes. Unser Chief Information Officer bei der Innenverwaltung, der Staatssekretär Freise, der dort die Federführung hat, ist Bestandteil Open Source dieser Strategie, was die öffentliche Verwaltung angeht. Gleichzeitig haben wir im Rahmen des Clusters die Akteure, die in Berlin am Thema Open Source arbeiten, miteinander vernetzt und wollen das, wie gesagt, weiter voranbringen. Bin auch ganz froh, dass sich der Linux-Tag entschieden hat, regelmäßig in Berlin hier zu tagen. Das, glaube ich, gibt auch nochmal einen zusätzlichen Beitrag, die Open Source-Szene hier zu vernetzen und Kooperationen noch weiter zu entwickeln, als das gegenwärtig der Fall ist. Ich würde mir wünschen, dass das Thema Open Source in der öffentlichen Verwaltung mit etwas mehr Drive stattfindet, als es gegenwärtig noch der Fall ist. Aber die Microsoft-Anwender haben ein hohes Beharrungsvermögen, muss man dazu sagen. Okay, soweit ist mal die Position von hier vorne. Wir dürfen nicht vergessen, die Diskussion auch zu führen, und zwar nicht nur hier vorne am Tisch. Eine Erkenntnis zumindest aus den Statements, die Sie jetzt schon gehört haben. Wenn wir über digitalisierte Arbeit sprechen, sprechen wir nicht nur über die Frage, wie wird sie denn vergütet, sondern wir müssen unter Umständen auch weiterdenken und sagen, was hat das mit sozialer Sicherung zu tun? Ein Punkt ist der, wie richte ich mich eigentlich darauf ein, Zeiten der Qualifizierung, der notwendigen Qualifizierung auch mit einzubeziehen. Das ist zumindest jetzt schon ein Punkt, der unter dieser Überschrift des Panels so noch nicht aufgenommen worden ist. Aber nochmal ein wichtiger Hinweis für den weiteren Umgang mit dieser Frage. Ich bitte um Statements, um Fragen jetzt aus dem Publikum und bitte auch darum, das Mikrofon zur Hand zu nehmen, damit das dann auch auf dem Stream mit aufgezeichnet wird. Okay. Also es soll an... Ja gut, sonst bevor ich meine eigene Stelle... Ja, Tobias Schulze, Fraktionsreferent der Bundestagsfraktion. Mich interessiert ein bisschen das Zusammenspiel sozusagen von den neuen Interessenvertretungen wie Freischreiber und den Gewerkschaften sozusagen. Also wo sind da echte Schnittmengen, wo gibt es Zusammenarbeit? Also beispielsweise beim Urheberrecht könnte ich mir vorstellen, dass man da durchaus sich eher ein bisschen zofft, oder wo sind sozusagen die Möglichkeiten zu kooperieren? Und die vielleicht in dem Zusammenhang, wie geht man sozusagen mit den eigenen Arbeitsergebnissen um? Also gibt es da bei Freischreiber zum Beispiel ein anderes Verständnis als in den klassischen Gewerkschaften, wo man sagt, man ist Teil einer größeren Organisation, eines größeren Unternehmens und so weiter, ist eben eher im Arbeitnehmermodus, sage ich mal, oder eben bei den sozusagen neuen Selbstständigen, die dann eher sagen, das ist mein Ding, das ist mein Produkt, mein Arbeitsprodukt, da möchte ich die eigene Verfügung drüber behalten und bin eben nicht Teil eines sozusagen großen Ganzen. Also gibt es da ein ähnliches Verständnis oder gibt es da unterschiedliche Arbeitsverständnisse? Also auch jetzt aus der Gründung von Freischreiber heraus zum Beispiel. Also aus meiner Erfahrung als Festfreie damals noch, fand ich es damals sehr schwierig bei, das ist jetzt aber auch ein paar Jahre her, bei Gewerkschaften Gehör zu finden, denn als die Krise so in die Vollen ging, haben, glaube ich, die Gewerkschaften die neue Klientengruppe der prekär Freien mit Verzögerung wahrgenommen. Also ich, meiner Erfahrung nach, war das so für uns prekär Beschäftigten damals, die wir irgendwie jetzt nicht auf irgendeiner Liste standen, wo es irgendwelche Familienpunkte oder sonst was gibt, kann der Betriebsrat für uns relativ wenig machen. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Es gibt sicher Schnittmengen, aber also was beispielsweise die Honorarverhandlungen und Tarifverhandlungen angeht, stehen wir natürlich auf einer
doch ganz anderen Seite, weil wir, es uns nicht einzig darum geht, die Honorare um ein paar Prozentpunkte zu erhöhen, sondern wir haben die grundsätzliche Forderung, dass unsere Arbeit bezahlt wird nach dem Aufwand der Recherche und nach der Zeit, die wir darin investieren. Und das ist schon mal eine ganz andere Sache als ein Redakteur, bei dem der Zeitaufwand und der Rechercheaufwand einfach im Gehalt mit drin ist, glaube ich. Und da ist es schwierig, einzig und allein auf solchen Sachen zu beharren wie Vergütungsregeln, die wir im Übrigen auch ablehnen, weil man davon als freier Journalist einfach nicht leben kann und die aber trotzdem auch von den wenigsten überhaupt nur bezahlt wird. Da unterscheiden wir uns natürlich schon, das würde ich schon sagen. Und bei uns sind es noch ganz andere Dinge, die eine Rolle spielen, die jetzt für Festangestellte, die von Gewerkschaften vertreten sind, eine Rolle spielen, wie beispielsweise, man gibt einen Text ab und der bleibt dann für ein halbes Jahr im Stehsatz liegen und man kriegt erst ein halbes Jahr später das Geld. Und dann bleibt er noch 2 Monate länger liegen und dann kriegt man nach einer geraumen Zeit irgendwie einen Anruf und sagt, man soll die Geschichte aktualisieren und kriegt aber nicht mehr Honorar dafür. Das sind alles Dinge, die nur freie Journalisten betreffen, wo es für Gewerkschaften, in den klassischen Gewerkschaften, die Dienstleister der Redakteure sind, glaube ich, schon so ein bisschen schwieriger macht. Deswegen gibt es über die Schnittmenge hinaus, dass es natürlich die Arbeit grundsätzlich, die journalistische, besser bezahlt wird und dass Qualitätsjournalismus besser bezahlt werden muss, weil Qualitätsjournalismus bedeutet viel Arbeit, ist es trotzdem für Freie nochmal, glaube ich, anders als für angestellte Redakteure, die sicher auch weniger Zeit haben, weil es ja immer weniger Redakteure werden und die viele Arbeit auf immer weniger verteilt wird. Aber ich glaube, das sind einfach, dass Freie darüber hinaus noch ganz andere sowieso Sorgen, aber auch Interessen haben, die sie durchsetzen müssen. Wie zum Beispiel, dass man einer Redaktion ein Thema anbietet und die Redaktion lehnt es ab und 2 Monate später erscheint genau diese Geschichte, aber von einem anderen Autoren oder von einem Redakteur. Auch das gibt es. Das ist jetzt zum Beispiel eigentlich eher weniger vermutlich ein Thema für bisher gewesen für Gewerkschaften. Das sind zum Beispiel alles Dinge, die in unserem Code of Conduct drinstehen, den wir gerne bestätigt bekommen möchten von den Redaktionen, wenn sie mit uns arbeiten möchten. Deswegen ist es nicht nur das Honorar alleine, sondern an dem Honorar hängen eben noch ganz andere Dinge dran und zentral würde ich sagen, ist es auch die Wertschätzung der Arbeit ist ja auch die Bezahlung. Es ist aber nicht nur die Wertschätzung, sondern tatsächlich Qualitätsjournalismus, wenn man ihn als Freie liefern möchte. Und das kann man als Freier auch und vielleicht sogar noch besser als Redakteur, weil man sich dafür entschieden hat, frei zu arbeiten und sich vielleicht auch spezialisiert hat, sehr viel mehr, als das ein Redakteur kann. Und tatsächlich auch sehr unabhängig arbeitet. Das ist ja auch ein sehr großer Vorteil, wenn man frei arbeitet, dass man nicht einer Redaktion und einer Redaktionslinie verpflichtet ist, sondern sich selbst und dem, was man schreiben möchte, das hat ja einen großen Vorteil und idealerweise, oder was heißt idealerweise, so soll es natürlich absolut sein, wählt man als Redakteur einen freien Autor nicht deswegen, weil er billiger ist, sondern deswegen, weil er etwas besonders gut kann oder sich mit einem Thema besonders gut auskennt oder weil er bestimmte Dinge besonders gut schreiben kann, besser als ein anderer. Und das sind alles Dinge, die bezahlt werden müssen über ein Zeilenhonorar hinaus. Denn es kann sein, dass man für einen 150-Zeilen-Text 3 Wochen recherchiert. Es kann aber auch sein, dass man für eine ganze Seite oder für 2 Seiten vielleicht nur 3 Tage recherchieren muss. Und da hat man dann nichts davon, wenn der Zeilenpreis erhöht wird oder der Seitenpreis. Ich melde mich mal selbst. Aus den Statements haben sich für mich jetzt auch 2 Fragen ergeben. Einmal an Katrin. Aus einem Gespräch mit einer sehr engagierten Frau bei Connex AV hatte ich mal mitgenommen, dass eine Hürde sozusagen für Connex ist, Leute auch dazu zu animieren, sich zu engagieren, ihnen sozusagen Perspektiven dafür aufzuzeigen, was dieses sich zusammen zu organisieren, was sozusagen, also wo sie überhaupt irgendwie dann wirken können.
Das stelle ich mir jetzt für einen Verband, der wirklich sozusagen jetzt von Gewerkschaften einfach ganz abgekoppelt ist, ja nochmal schwieriger vor. Deswegen nochmal ein bisschen Rückfrage, also wo versucht ihr denn eigentlich eure Position anzubringen? Also du hast gesagt, große öffentliche Aktionen werden gemacht. Ich vermute, ihr sozusagen seid aber trotzdem in der konventionellen Gemengelage mit Tarifpartnern und so weiter in irgendeiner Form auch dabei. Da hätte ich mal, also einfach nur vom Gefühl her, die Rückfrage, wo ihr sozusagen da wirkt. Und die zweite Frage an Nadine. In der Diskussion um die Kreativwirtschaft gibt es häufig diese These, dass das Arbeitsverhältnisse sind, die Arbeitsverhältnisse der Zukunft seien. Also insbesondere was die Frage der flexibilisierten Arbeitsverhältnisse angeht, der prekarisierten Arbeitsverhältnisse, dass das so sein könne. Also das wird sozusagen häufig so als auch ein Stück weit auch als mit so einem politischen Impetus irgendwie behauptet. Wobei sozusagen meistens die Debatte eigentlich darum geht, dass einfach da Unternehmen die Möglichkeit gegeben wird, durchfallen lassen von vielen Schutzregelungen zu flexibilisieren, dann tun sie das einfach. Und das geht sozusagen aus der Industrie noch irgendwie besser. Ist aus sozusagen aus dem, was du geschildert hast, dass es durch aufgrund der Tatsache, dass einfach kreatives Arbeiten, Autonomie erfordert und die Freiheiten nicht gegeben werden, scheint es da ja nochmal sozusagen neben so allgemein ökonomischen Argumenten sowas ja auch ganz stark vielleicht zu geben oder zu sein, dass da einfach ein subjektiver Leidensdruck der Leute, die dort beschäftigt sind, vielleicht irgendwie entsteht, die sich ja auch deswegen dann ja auch zu Freien irgendwie werden und ja, einfach sozusagen irgendwie ein systemisches Problem. Also aus deiner Beschäftigung heraus, ist es so, dass das Zunehmen des kreativen Arbeitens bedeuten kann, dass wir tatsächlich einfach immer mehr flexibilisierte, prekäre Arbeitsverhältnisse bekommen? Okay. Also es betrifft, ich denke, unsere Arbeit betrifft nicht nur die freien Journalisten selbst, deren Interessen wir vertreten, sondern ich würde schon weitergehen und sagen, es ist überall, in aller Munde ist das Wort Qualitätsjournalismus, den wollen wir natürlich auch verteidigen, weil wir zeigen wollen, wie ich es vorhin schon auch gesagt habe, Qualitätsjournalismus kostet Geld. Man muss irgendwo hinfahren, man muss recherchieren, man kann nicht einfach alles zusammengoogeln. Wenn diese Arbeit nicht mehr bezahlt wird, dann ist es entweder so, dass sich das nur Menschen leisten können oder dann, dass es nur noch einen journalistischen Nachwuchs geben wird, der wohlhabende Eltern hat, weil er ohne die Unterstützung seiner Eltern diesen Beruf gar nicht mehr ergreifen könnte. Und das wäre sehr verheerend, wenn nur noch Reiche Journalismus machen würden, denn das wäre eine absolute Spaltung. Und ich würde auch sagen, dass es eine Entwicklung dahingehend bereits gibt. Und das würde bedeuten, dass eine ganze Gruppe von Menschen auch einfach nicht mehr vertreten wird. Das ist auch eine Folge, die nicht zu unterschätzen ist, wenn Information, wenn Arbeit, die Arbeit, diese Informationen zu beschaffen, aus erster Hand zu beschaffen, wirklich zu recherchieren, nicht mehr bezahlt wird. Das ist etwas, was wir mit unseren Aktionen, worauf wir auch aufmerksam machen wollen. Wir hatten auch einen Zukunftskongress, machst dir selbst, wo wir übrigens auch andere Arbeitsformen diskutiert haben. Und deswegen denke ich, dass es darüber hinausgeht, einfach nur die Rechte von Freien zu vertreten und die Rechte von Freien einzufordern. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man selber so in der Mediensache drinsteckt, zu beurteilen, wie das Leser wahrnehmen, aber eben durch diese ohne Freie fehlt was, zu zeigen, guck mal, das machen alle freie Journalisten und wenn die nicht mehr bezahlt werden, dann sind die Seiten halt leer. Das richtet sich natürlich auch an den Konsument der Medien. Das ist natürlich sehr wichtig und ich hoffe sehr, dass jetzt unsere neue Aktion, also der Himmel- und Hölle-Preis, den wir vergeben werden, große Aufmerksamkeit erregt, dass eigentlich ein Beruf, den sehr viele ergreifen wollen, der wahnsinnig wichtig ist für Demokratie
für die Gesellschaft derart schlecht bezahlt wird, beziehungsweise derart ja, im Wert degradiert wird. Das sollte auch den Lesern der Zeitungen bewusst werden. Und die haben ja durch die Krise ja zumindest schon gesehen, was passiert, wenn Blätter sterben, wenn Blätter zusammengelegt werden, wenn in drei Zeitungen das Gleiche steht, wenn im Mantel irgendwie nur noch dpa-Berichte stehen. Das kriegt man ja diffus mit, auch wenn man sich jetzt nicht ganz explizit mit Medien beschäftigt. Und das ist durchaus auch etwas, was wir erreichen wollen, das auf eine, ja, auf eine größere Ebene zu bringen und zu zeigen, was das eigentlich, was Qualitätsjournalismus heißt, für wen der gemacht ist und warum er einfach wichtig ist und warum er Geld kostet. So, also was man erstmal sagen kann, jedenfalls nach Süddeutscher Zeitung, ist, dass man schon feststellen kann, dass in der Kreativbranche der Anteil Alleinselbstständiger höher ist als in der Gesamtwirtschaft. Also hier wird es angegeben, in der Kreativwirtschaft mit 23%, in der Gesamtwirtschaft 11%. Die Zahlen müsste man bestimmt überprüfen. Was Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse generell betrifft, ist es so, dass es leider de facto tatsächlich ein Trend ist, der zunimmt. Also wir haben jetzt inzwischen 1 Million Leiharbeiter, ein Viertel der Beschäftigten, die in Niedriglohn arbeiten. Aber ich würde nicht sagen, dass das wirklich zukunftsweisend ist oder zukunftsweisend sein sollte oder dass sozusagen solche Art der Arbeitsverhältnisse Kreativität befördern. Ich würde eher sagen, nein. Ich glaube auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass viele der Leute, die jetzt selbstständig schreiben, schon lieber eine feste Anstellung in einer Redaktion hätten. Also dass das ja irgendwie auch zwangsweise so kam, dass viele der Redakteure auf die Straße gesetzt wurden und sich dann als Freiwillige durchschlagen müssen. Also ich würde nicht sagen, das ist zukunftsweisend. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist zukunftsweisend? Ist es zukunftsweisend, in einem Unternehmen zu arbeiten? Da kommt es eben drauf an. Also ich habe ja versucht vorhin darzustellen, dass man versucht, diesem Zwang zur Kreativität vermehrt nachzukommen, indem man irgendwie auch autonome Arbeitsformen zulässt innerhalb der Unternehmen. Dafür ist ja immer Google so das Paradebeispiel, die zumindest noch bis vor ein paar Jahren ein Fünftel der Arbeitszeit ihren Entwicklern überlassen haben. In der Zeit konnten sie machen, was sie wollen, also in Anführungsstrichen. Sie sollten sich natürlich was Neues, Innovatives überlegen in der Zeit. Und da ist auch die Frage, inwiefern es zukunftsweisend ist. Aber ich kann definitiv sagen, dass Prekarisierung es nicht ist und dass es auf jeden Fall mit einer Schwächung natürlich zu tun hat, im Sinne von, dass man Sozial- oder Sicherungsschutzgesetze nicht durchsetzen kann. Also ich würde da auch Harald widersprechen. Vorhin hat er mal so ein bisschen gesagt, aber es war vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, so ungefähr, diese Art der Arbeit würde sich mit einer Sozialversicherung oder mit normalen Sozialversicherungen, mit so normal sozialversicherten Normalarbeitsverhältnissen nicht vertragen. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es so ist. Also ich glaube, selbst Freie, die zwar irgendwie in ihre Arbeit vielleicht etwas selbstständiger einteilen müssen und ihren Arbeitsablauf viel selbstbestimmter gestalten, haben letztendlich auch nicht mehr als die Kapazität, vielleicht mehr als 8 Stunden pro Tag zu arbeiten. Also zumindest wird festgestellt, dass bei Softwareentwicklern, es gibt ja die Protagonisten agiler Softwaremethoden, also progressiver Methoden, die sagen, ja, das nutzt uns nichts, wenn irgendwie ein Entwickler pro Woche 60, 70 Stunden arbeitet. Irgendwann werden die müder und programmieren mehr Fehler rein und das ist teurer, die dann später zu finden. Also das ist nicht wirklich produktiv, das ist nicht wirklich produktiv und das kann man eben auch in anderen Arbeitszweigen feststellen, dass mit Zunahme der Arbeitszeit die Leute immer unproduktiver werden. Also da gibt es auch eine gewisse Grenze, innerhalb der irgendwie Arbeitszeit gestaltet und geplant werden kann. Von mir nochmal eine Frage an alle drei, vielleicht auch ein Stück als Abschlussstatement, wenn keine weiteren Fragen jetzt aus dem Publikum kommen. Doch, eine Frage. Ich stelle meine Frage trotzdem eben schon jetzt, damit das gleich mit aufgenommen werden kann, weil wir dann unserem Versprechen auch dann nachkommen wollen und rechtzeitig hier die Runde beschließen wollen. Für mich war nochmal wichtig zu erfahren, dass es eben diesen Trend zu mehr Selbstständigkeit gibt, unabhängig davon, ob man frei ist, wie du das ja auch für dich auch behauptest, oder ob die mehr eine höhere Selbstständigkeit auch innerhalb eines abhängig beschäftigten Verhältnisses auftaucht. Welche Rolle spielt dabei auch die neue Form von Arbeitsorganisation auf der Grundlage der Digitalisierung? Ist das ein neues Phänomen, eine neue Qualität? Müssen wir uns auf völlig neue Anforderungen uns einstellen?
oder ist es immer schon so gewesen, nur im digitalen Zeitalter möglicherweise, was die Distribution anbetrifft, nochmal neu und anders zu sehen. Und das heißt natürlich auch für reale Politik, dass man auch ein Stück Szenario entwickeln muss, wohin entwickelt sich Arbeitsmarkt von morgen, wo hat da die Rolle von Digitalisierung einen ganz besonderen Stellenwert, der insbesondere auch beachtet werden muss in der politischen Ausgestaltung. Dann aber noch eine Wortmeldung, zwei, dann machen wir an der Stelle dann Schluss, euer Einverständnis vorausgesetzt. Vielen Dank. Julia Bonk von der Linken Sachsen. Es sind zwei Fragen und eine Bemerkung, vielleicht vorneweg. Die Frage, ob die Tendenz zur Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen besteht oder also ob das das Zukunftsmodell ist und der Trend, dem wir ins Auge blicken müssen oder uns vergewärtigen, ist mit Verweis auf Wandel der Arbeitswelt vielleicht das eine. Auf der anderen Seite stehen ja aber auch noch gesellschaftliche Prozesse, wo wir uns für Arbeitszeitverkürzungen, für die Anerkennung anderer Lebensbereiche auch politisch einsetzen können und wollen. Also das ist ja einer der zentralen Analysefolien, auch in unserem Leitantrag der Linken in der Diskussion, die da geführt werden soll, dass es eben eine Gleichbehandlung, einen gleichen Stellenwert verschiedener Lebensbereiche geben soll, neben dem der Erwerbsarbeit, sodass sich neben diesem eben diese so eine gesellschaftlich-politische Verteilungsfrage einfach parallel damit sehen würde, neben den Veränderungen in der Arbeitswelt als solche. Ich würde an Nadine, gerne auch noch die Frage in dem Bereich nochmal stellen. Und zwar, du hast ausgeführt, dass mitten der Computerisierung in der Arbeitswelt eine stärkere Softwarebasierung einhergeht, damit eine höhere, also eine Erhöhung der Anforderungen und des Kreativitätsniveaus bei den Arbeiterinnen und Arbeitern und damit natürlich auch eine Veränderung von denen und dann auf die gemeinsame Arbeit orientiert, also auf veränderte Arbeitsformen. Und ist auch gefragt, ob das so stattfindet bei den Selbstorganisationen. Was meinst du denn, was das ändert, diese neue Form von Gemeinschaftlichkeit bei größerer Individualität und Kreativität zu finden? Also was ist, in welche Richtung öffnet das eine Tür? Und an Harald Wolf würde ich gerne noch eine Frage zu der Urheberrechtsfrage stellen, die du als Frage auch benannt hast, dass wir darüber nachdenken wollen und müssen, wie die Erzeugerinnen und Erzeuger von Kreativgütern stärker berücksichtigt werden vor den Verwerterinnen und Verwertern. Wir haben in Sachsen eine Umfrage gemacht bei Künstlerinnen und Künstlern, was sie der Meinung sind, wie sich das Urheberrecht ändern müsste, das auch mit ihnen ausgewertet. Interessant ist, dass vor allem rübergekommen ist, dass es eine Klarstellung geben muss des Rechtsstatus, auch wegen des rechtlichen Wirrwarrs für die Nutzerinnen im Internet. Ne? Und natürlich aber eben auch das Bedürfnis, dass ihre Leistungen weiterhin auch anerkannt werden sollen. Und wir haben es auch als Frage formuliert, und wenn wir jetzt überlegen, einen Schritt weiter zu gehen, wie könnte man es denn regeln? Ne? Dass wir ja da eigentlich dahin kommen müssten, in einer veränderten Fassung des Urheberrechts die Verwerterinnenrechte und Zeiten und so weiter zurückzustellen, ohne dabei die Ansprüche der Erzeugerinnen und Erzeuger komplett zu negieren, ohne sie zurückzustellen. Und der Schnitzer kam jetzt rein und bei gleichzeitiger Förderung auch von so Open Source und Open freien Zugangsmodellen, also bei gleichzeitiger Inanerkennung der Güter und aber gleichzeitig auch diese Idee von freiem Bildungszugang zu fördern, zum Beispiel durch Open Source. Also dieses Verhältnis zu verändern. Ich glaube, wir müssen da einen Schritt weiterkommen. Und als Frage könntest du dir auch vorstellen, dass wir diese Verschiebung von Verwertung zu Erzeugerinnen vornehmen? Oder gibt es da noch weitere Überlegungen, die ihr mit rausgenommen habt? Dankeschön. Auch noch eine kurze letzte Frage an Harald Wolf. Also Berlin hat ja eine ziemlich Wirtschaftsstruktur, die stark auch auf kleine Unternehmen abgestellt ist. Was sozusagen sind denn die Maßnahmen, die schon gelaufen sind und auch die geplant sind, um gerade diese besonders kleinen Unternehmen, die sich ja auch als IT-Startups oder ähnliches in Berlin gerade stark gründen, wie kann man die vernetzen und wie kann man die unterstützen von politischer Seite aus, dass sie sozusagen, dass dann wirklich so eine Basis da ist, auf der die weitermachen können und auch länger überleben? So, in welcher Reihenfolge? Ich möchte gleich auf deine Frage eingehen. Also ich nenne es immer
dass ich sozusagen, es ist nicht wirklich was Neues, was entstanden ist, es hat sich nur verbreitet. Ne? Also es gab ja schon immer Leute, die auch kreativ tätig waren oder die in Forschung, Entwicklung tätig waren und so weiter. Es sind jetzt einfach nur viel mehr. Und sozusagen auch die Durchschnittsqualifikationen und Kompetenzen bei den Leuten haben sich, also sind unglaublich gestiegen. Und was ich irgendwie immer deutlich machen will, dass sozusagen schon in den Unternehmen selbst eine bestimmte Form von Selbstorganisation stattfindet. Und ich nenne es dann immer so Ambivalenz der Solidarität, weil die Gefahr besteht natürlich, oder was die Unternehmen gerne möchten, und es wird auch meist so negativ in den Sozialwissenschaften diskutiert als Subjektivierung und neue Form der Ausbeutung, was auch wirklich stattfindet. Die Gefahr ist, dass natürlich die Leute nun besonders toll kooperieren und Verantwortung übernehmen, immer im Sinne des Unternehmens und irgendwie zur Erhöhung des Profits oder so. Das wäre eine Seite. Aber was ich eben sehe als Chance, was auch darin steckt, ist, dass die Leute eben, also aufgrund dieser gestiegenen Kompetenzen und aufgrund der Verantwortung, die sie übernehmen, also aufgrund der Praxis, die sie tagtäglich vollführen, dass sie eben kreativ tätig sind, sich mit anderen auch selbst tätig zusammenfinden, zusammenarbeiten und kooperieren, dass sie eben nicht nur einfach gegen, sagen wir mal, Ausbeutung oder Prekarisierung Widerstand leisten, sondern dass sie eben tatsächlich auch Kompetenzen haben, sich selber darüber Gedanken zu machen, wie könnte denn eigentlich Produktion der Zukunft aussehen, was möchten wir eigentlich herstellen, also den Zweck der Produktion selber demokratisch zusammen zu bestimmen. Also das wäre, finde ich, auch eine andere Seite, die darin steckt und was irgendwie eine Tür vielleicht wäre. Ich habe es eigentlich versucht, vorhin klarzumachen. Wenn es noch nicht rübergekommen ist, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also die Digitalisierung spielt in dem Sinne, vielleicht ist es einfach so, dass ich der Digitalisierung nicht so einen großen Stellenwert beimesse. Also sozusagen, was ich vorhin als Computerisierung bezeichnet habe, bedeutet da, dass Software als Arbeitsmittel immer wichtiger wird. Und sie liegt in digitaler Form vor. Und sie ist eben auch deshalb über das Netz ganz einfach verbreitbar. Und deswegen können auch Leute vernetzt über die ganze Welt zum Beispiel an einem Softwareprodukt arbeiten. Also sozusagen, das ist für mich der springende Punkt, dass eben aufgrund von Rationalisierung, also erst vor allen Dingen in der Industrie selbst, also aufgrund von Automationsprozessen, körperlich routinierte Arbeit zum großen Teil verschwunden ist, natürlich noch nicht überall auf der Welt, aber zu einem großen Teil in den Industrieländern, und dass dadurch vermehrt eben mit Software gearbeitet wird und Kreativität irgendwie zu einer großen Anforderung wird und dann eben auch neue Formen der Kooperation möglich sind, also auch auf globalem Level. Digitalisierung birgt natürlich sehr, sehr große Chancen. Das merkt man schon allein an den Knebelverträgen, die man von den Verlagen zugeschickt bekommt. Man kann damit Zweitverwertung, Drittverwertung, unendliche Verwertung. Es gibt eine ganze Menge neuer Dinge. Es gibt den PDF-Online-Kiosk, bei dem man dann diverse Hefte kaufen kann. Es gibt die Apps, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, unsere geistige Arbeit zu verbreiten. Allein wir bekommen kein Geld dafür. Verlage können sehr, sehr viel Geld damit verdienen und die haben das als neues Geschäftsfeld auch sehr für sich entdeckt. Und unsere Forderung ist, wir wollen von all dem auch was sehen, weil wir haben es erarbeitet. Das ist eine sehr grundsätzliche Forderung von uns. Denn also allein das Argument, das ist doch gut für euch, dann werdet ihr verbreitet, das nutzt uns gar nichts. Wir möchten, dass dass das bezahlt wird. Aber es ist tatsächlich sehr üblich, dass man Verträge zugeschickt bekommt, in denen drin steht, schon mal für die Zukunft, für alles, was da noch kommen wird, und da wird bestimmt noch einiges kommen, schon mal bitte nimm die 100 Euro und den Rest verdienen wir. So geht es nicht. Und dagegen kämpfen wir und da kriegt man die unverschämtesten Sachen vorgelegt. Auch das ist etwas, was wir auch gerne öffentlich machen. So geht es nicht, dass man einmal Arbeit abliefert und alle anderen verdienen dann Geld damit. Es birgt aber natürlich ganz hervorragende Möglichkeiten auch für einen selbst als Journalist. Ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, weil ich auch einen Blog habe, für das ich kein Geld kriege. Das ist ein reines Hobby, leider. Aber klar, man hat natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu erregen. Man hat die Möglichkeit, tolle Texte zu verlinken. Das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Es gibt, fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, zum Beispiel das schöne Blog Klimalügendetektor.
Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel dafür, was ich eingangs erwähnt habe. Es gibt bestimmt viele Blogs, aber man weiß nie so genau, stimmt das jetzt alles so, sind es uralte Zahlen? Wenn ich einen Blog-Eintrag schreibe für meinen Greenwashing-Blog, dann kostet mich das, wenn ich wirklich möchte, dass das an die Öffentlichkeit, kostet mich das gerne Nachmittag, das alles nachzurecherchieren. Und dafür kriege ich kein Geld. Ich wüsste jetzt auch direkt nicht so, von wem ich es kriegen sollte, weil das meins ist. Aber Klimalügendetektor zum Beispiel gehörte mal zum Greenpeace-Magazin. Das Greenpeace-Magazin hat es mitbezahlt. Das ist jetzt irgendwie die Kooperation aufgekündigt worden. Und jetzt wird dieses Blog womöglich eingestellt. Und das wäre sehr, sehr schade, denn das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der Gegenöffentlichkeit. Und wenn die Gegenöffentlichkeit daran scheitert, dass Leute sich das nicht mehr leisten können zu machen, aber andere wiederum wie solche verheerenden Internetseiten wie die Achse des Guten und so weiter, aber einfach von genügend wohlhabenden Leuten bestückt werden können, dann gibt es einfach auch ein absolutes Ungleichgewicht in der Meinung. Und die Kollegen von Klimalügendetektor versuchen ja jetzt, sich das bezahlen zu lassen. Ich bin sehr gespannt, versuchen ihre Leser taz-mäßig dazu zu bewegen, das zu abonnieren. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber da kann man einfach deutlich sehen, bei diesem Blog weiß ich, das machen Journalisten, die stecken da richtig Arbeit rein. Deswegen müssen sie davon leben können, sonst müssen sie das Blog einfach einstellen. Und ich finde, das zeigt nochmal eben gerade bei Digitalisierung auch, dass es Informationen nicht einfach kostenlos geben kann. War die Frage auch geklärt? Gut, erstmal zu den Fragen, die an mich gestellt worden sind. Was können wir tun, um immer kleine und Kleinstunternehmen zu unterstützen? Da ist einmal wichtig Bildung und Schaffung von Netzwerken. Ermöglichung von Kooperationsformen, auch die Frage Entwicklung von Orten der Kooperation, so wie wir das hier haben, so wie wir das in anderen sozusagen Häusern der Kreativwirtschaft haben, die in Berlin entstanden sind. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, auch sozusagen über die Teilmärkte hinweg zu kooperieren. Dann natürlich finanzielle Unterstützungsangebote, Coaching-Angebote, Kooperation, was ich vorhin angesprochen habe, mit traditionellen Sektoren, die bisher gar keine Berührungspunkte mit Kreativwirtschaft gehabt haben, das heißt Handwerksunternehmen, anderen und so weiter. Frage Rechte, ich teile das, ich habe das vorhin auch kurz angesprochen, wir müssen die Stärkung der Rechte der Urheber gegenüber den Verwertungsinteressen haben. Und wir müssen gleichzeitig auch die Verwertungsinteressen zeitlich befristen. Wir müssen dafür sorgen, dass es keinen völligen Aufkauf von Rechten geben kann, weil das dann wieder die freie Zugänglichkeit erschwert, wenn Fristen abgelaufen sind. Also insofern muss man eine Balance finden zwischen also dem Bestreben, alles was im Netz ist, alles zugänglich zu machen und den Rechten derjenigen, die diese Produkte hergestellt haben, die Urheber sind und die davon leben müssen, diese auch zu gewährleisten. Ich glaube, das ist die Aufgabe in der Urheberrechtsreform, die wir angehen müssen. Vielleicht noch mal eine grundsätzliche Anmerkung zu dem Thema Arbeitsverhältnisse, was bildet sich daraus? Ich habe die Frage nicht so verstanden, ob das jetzt unbedingt zukunftsweisend ist im Sinne von erstrebenswert, sondern ob der Trend in die Richtung dieser Prekarisierung geht. Und ich glaube, man kann das sagen, dass Digitalisierung natürlich auch genutzt wird, um neue Formen der Prekarisierung auszuweiten und auszubilden. Und wenn man sich das mal insgesamt anguckt, wie sich Arbeitsverhältnisse im Kapitalismus entwickelt haben, hat man ja immer diese Ambivalenz, dass sich mit der Entwicklung der Produktivkräfte, der technischen Möglichkeiten mehr Autonomie und mehr Flexibilität als Möglichkeit herausbildet. Und das kann sowohl progressiv gewendet werden, als auch kann Autonomie heißen, dass man Verantwortung, die bisher
der Unternehmer hatte, Risiken, die bisher der Unternehmer hatte, dann auf einmal auf die unteren Ebenen verlagert werden. Autonomie kann aber auch heißen, mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstverantwortung im positiven Sinne. Genauso wie die Frage von Flexibilisierung. Flexibilisierung und Flexibilität in der Arbeitsorganisation, in der Arbeitszeit kann ein absoluter Fluch sein, wenn Flexibilität bedeutet, die Unterwerfung unter die Kapitalverwertungsinteressen und man nur flexibel sein muss im Interesse der Kapitalverwertung. Flexibilität kann aber auch heißen, dass das zu mehr Selbstbestimmung in der eigenen Arbeitsorganisation genutzt wird. Und mit der Digitalisierung hat man, also wenn man sich das mal ganz grob an, du hast es kurz angesprochen, die Frage im Taylorismus mit der Fließbandproduktion war der Beschäftigte, war der Arbeiter dem Rhythmus der Maschine völlig unterworfen und hatte so gut wie keine Autonomie, es sei denn, er hat mal eine Pause gehabt. Von dem Moment an, wo die Maschinen steuerbar wurden, also CNC und anderes, dann gab es da eine gewisse, war man nicht mehr dem Rhythmus der Maschine unmittelbar unterworfen, sondern konnte die Maschine selbst dirigieren, selbst bestimmen und hat damit auch einen Qualifikationszuwachs gewonnen. Mit der Digitalisierung jetzt ist man letztendlich, also jetzt nicht mit allen Arbeitsplätzen, aber in vielen, völlig unabhängig, weil man sich in der digitalisierten und virtuellen Welt aufhält, wo man diese Arbeit ausübt. Man kann es im Prinzip überall in der Welt tun, führt aber unter anderem zum Beispiel dann dazu, dass der Arbeitgeber oder derjenige, der die Arbeitsleistung gerade entgegennimmt, in Form eines Werkvertrags oder sonst wie oder in Form von Scheinselbstständigkeit, keinen Arbeitsplatz mehr, keine Arbeitsmittel zur Verfügung stellen muss und dieses Risiko dann auf die unmittelbaren Produzenten abgelastet wird. Das heißt, wir müssen nachdenken, wie können wir diesen potenziell möglichen Zugewinn an Freiheit, an Flexibilität, an Autonomie, also die technischen Möglichkeiten, die in der Digitalisierung liegen und die damit verbunden sind, wie können wir die nutzen, ohne also die Möglichkeiten, die dann auch darin bestehen, das noch mehr zur Ausbeutung, noch mehr zu Dumping zu nutzen, noch mehr zu nutzen, um ungesicherte Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen durch Outsourcing von Tätigkeiten aus den Unternehmen. Und deshalb müssen wir da Regelwerke schaffen, bis hin, du hast vorhin das Thema Weiterbildung angesprochen. Ich habe zum Beispiel die Vorstellung oder die Idee, warum ist es nicht möglich? Gibt es ja durchaus auch Ansätze, größere Verwertungsgesellschaften zu schaffen, quasi in genossenschaftlicher Form, wo man dann seine Produkte gemeinschaftlich vermarktet und darüber dann auch in der Lage ist, zum Beispiel Weiterbildung zu finanzieren, dass man darüber dann auch einen Pool schafft, über den man dann auch soziale Sicherheit gewährleisten kann. Das, glaube ich, sind auch Themen, über die man mal nachdenken muss, über die man diskutieren muss, ob man alte Modelle aus der Arbeiterbewegung jetzt nicht in neuer Form wieder aufgreifen kann und entsprechend auf die neuen Bedingungen von Digitalisierung verwenden kann, dass man da neue Formen der Solidarität schafft und damit auch neue Formen wie Fragen von Qualifizierung, Weiterbildung, sozialen Sicherheiten gewährleisten können. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich will es mit der Nennung des Begriffs neue Formen der Solidarität beenden, weil wir zugesagt haben, dass wir spätestens ganz pünktlich Schluss machen, um die Anschlusstermine dann auch nicht zu gefährden. Ich bedanke mich bei den hier Diskutierenden, die Fragen Beantwortenden und einige neue Inputs Gebenden ganz herzlich und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die mitdiskutiert haben und die neuen Informationen aufgenommen haben. Vielen Dank und dann gehen wir jetzt organisiert in die Kaffeepause um 15:30 Uhr. Vielen Dank. Applaus